Und hallo liebe Blogfreunde und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Eldritch. Die neue, oder was heißt neue, aber die Action-Serie auf LoriMTV, German Gamer und nun auch auf King YouTube und nun auch auf Dixterio EP. Was bisher geschah? Ja, wir haben uns ein bisschen näher kennengelernt, ne? Creeper hat mich gesprengt, Amen. Und dann kamen die Creeper nochmal, als ich German Gamer Holz hier Steine geben wollte. Danach habe ich German Gamer gesteinigt. Er hat es überlebt, hat aber noch Kopfschmerzen. Und ja, danach wurde er von einem Zombie getötet und hat einen kleinen Lachfleisch erhalten. Also, ihr hättet dabei sein müssen. Ungefähr so, Leute. Das ist so lollig. Okay, was ist doch bloß eine kleine Spinne? Die kuschelt doch bloß. Ey, ich habe die Spinne gerade selber getötet. Okay, German Gamer, unser Haus muss mal wieder repariert werden, ne? Nee, also das würde ich nie im Leben machen. Das mache ich nicht mal bei Raccoon City. So. Und so tobten unsere Freunde in einer regnerischen Nacht rum und feierten eine wilde Party. Warte mal, ich muss auch mal hier die Perspektive wechseln. Woppa Gangnam Style, Dattien, und so weiter. Flori Gangnam Style, na 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 und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze. Ihr wisst, wie das Ganze geht. Ja, hier seht ihr Dexterio EP beim Rumspinnen. Ja, German Gamer macht hier unsere liebe Schmiede, denn wir wollen hier eine kleine mittelalterliche Stadt im Herr der Ringe-Style machen. Oder im Lord of Rings-Style, besser gesagt. Und auf Deutsch im Herr der Ringe-Stil. Und wir hoffen, dass es einfach mal klappt. Mir fällt dazu bloß ein. Dim, 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 dim. Oh, falsche Musik. Okay, weg hier. Bevor wieder ein Creeper kommt. Okay, Leute, ich glaube, das war jetzt genug. Wir wollen ja unseren lieben Zuschauern nicht zu viel zumuten. Ich werde jetzt das Original einblenden, genau jetzt. Ich will nämlich keinen Stress mit den Leuten haben, die das nicht gemacht haben. Scheiße, Lauft, Leute! Wenn ein Creeper da ist, lauft! scheiße. Anlegen auf Lernen, Creeper gewesen. Haben Sie viel Schatz in der Range, Alter? Ja, genau, du bist jetzt hier auf unserer Insel, damit du unser Haus wegspringen willst, gell? Was? Ich mach, das
Warte mal, aber hier. Ich will nicht klauen, ich will hier aufpassen auf euch. Ihr könnt nicht auf euch selbst aufpassen, ich bin euer Babysitter. Ja klar, der Bösewicht passt auf uns auf, oder was? Hier! Das ist eine Zeitbombe, ne? Der kommt auch nicht nach draußen, Alter. Wenn du Eier kommst mit raus und kämpfst mit dem Monster. Ich will hier mein Lager bauen, hallo? Ja, Schenkel doch. Hallo erstmal. Ja, hallo, Schenkel doch. Ja, ich heiße Ferrose, ich bin Fame. Und ich schlag dich. Ja. Alter, ich sterb gleich. Ich bin so ein Gangster, ich hab ihn geschlagen. Oh Gott, ich bin so ein Gangster. Und ich tanze hier rum. Was? Dieses Holz. Mann, Holz von Hütten haben wir hier. Ja. Ja, komm her. Mann. Ah, still, Alter. Ich bin da. Ah, fuck. Oh Gott, nein. Lass mich in Ruhe. Ja, das war jetzt gerade Failure. So, wir werden gleich die Treppe hier abbauen beim Lager, ne? Wir wollen ja nicht, dass die uns hier im Wege steht. Nein! Scheiße, eine Spinne! Aua! Ai, tu mir nicht weh, tu bitte nicht! Oh Gott sei Dank! So eine Scheiße mit der Scheiße hier! Ich muss etwas leisten. Danke, dass du meine Spinne getötet hast, Flo. Find das nett. Ja, gerne, aber kein Grund, die auf mich loszuhetzen hier. Naja, also ich muss ja schon niemanden gegen, außer mich, weil wir hier vertreten haben. Ich muss ja echt starten. Du musst uns was beichten? Ja. Du hast ein Badezimmer. Du hast ein Wohnzimmer. Du hast eine Küche. Du hast ein Fahrrad und du bist schwul. Nein, Scherz. Oh Gott, nein! Nein, ich hab ja immer gesagt, dass ich dumm bin. Oder? Okay. Naja, also John und Emma, da hat sie sich selbst gedicht, das war auf jeden Fall mal ein richtiger Fehler am Leben. Ja, gut, auf jeden Fall. Ich hab ihr wegen dem Motorrad richtig schlecht gedacht. Okay, also da ich jetzt im Projekt, Leute, wisst ihr, dass ich das ganze Projekt jetzt ein bisschen vergraulen werde mit meiner geistigen Gestörtheit. Aber ich bin natürlich am Fame, das dürft ihr nicht vergessen. Ich bin Fame. Haben wir das Lager erstmal so Erdgeschoss und ersten Stock gemacht. Es ist schaut schon ziemlich groß aus. Und hier werden wir halt alles drin lagern. Dort bei euch steht übrigens hier ein Baum, wie geht, ne? Von so ja, der Baum ist schon hier in der Woche. Moment, ich hol's mal kurz hier dein altes Handy dazu. So Leute, wir sehen uns mal die Schmiede hier an. Also bis jetzt sieht's ja eigentlich ganz geil aus. Nun!
Freunde. Geh weg rein. So. Jetzt muss ich euch noch aufklären. Das F steht. Ah! Aua. Ich bin so gut. E-U-H-P. So, also das Haus hier muss mal dringend repariert werden. Hier ist immer noch ein Loch in der Wand. So, wie ist das passiert? Das Moment, warte, ich komme mal zu dir rüber. Meine Steaks brat ja noch. Moment, ich brauche das dann hier ein bisschen enger. Ja, sorry, Leute. Guck mal den Top. Okay, cool. Was das ist? Und der Heiltrank. Und den werden wir heute wieder das Ritual benutzen. Wenn es Mitternacht ist, müssen wir den Heiltrank in den, wie heißt das mal, in den Kessel füllen und dann 5-mal im Kreis laufen und die ganze Zeit sagen, Simba, dann soll irgendwas passieren, keine Ahnung. Hab ich auf irgendeinem Forum gelesen. Ich angel dich. Okay. Ich angel dich. Ja. Da hat es was geändert. Da hat es nicht. Da, 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 okay. Die Benutzer, beziehungsweise die Abonnenten, die gerade mein Video mit Kopfhörer anschauen, tut mir leid, dass euer Kommentar gerade geklatscht ist. So, im TV wird für die Kosten aufkommen, natürlich. Wie bitte? Wie war das? Wer kommt für die Kosten auf, ey? Ey, siehst du diesen Knopf? Ich natürlich. Wo bist du denn? Ey, du backst hier rum. Ey, siehst du den Knochen hier? Da! Ah, nein! Wie viel Leben hast du? Okay, Leute. Also ihr seht schon, dass die gute Seite auf jeden Fall sehr viele Haken innerhalb ihrer Reihen hat. Deswegen würde ich auf jeden Fall zur bösen Seite gehen. Dort verstehen wir uns alle und sind gegen die Guten. Und ja, Leute, ihr seht, die Guten haben es nicht so mit Frieden. Deswegen kommt zu den Bösen, die haben es nicht. Ja, genau. Ich wusste. Jetzt sei ruhig, du hast es nie mit deinem Teammate rumgegammelt. Ich wusste nicht mal, dass du hier so wenig Leben hattest. Nee, sorry, das ist keine Begründung. Das tut mir echt leid. Dagegen muss ich echt Anstand nehmen. Also das war echt sehr unhöflich, dein eigenes Teammate zu töten. Nee, also das ist echt gemein und ja. Wie würde jetzt mein alter Lehrer sagen? Unsportlich. Ja, was ist das? Ich würde jetzt meine Mathelehrerin sagen, mach doch alles von! Mann, so läuft's hier also. Ja, Leute, ihr seht, es ist etwas chaotisch. Chaotisch ist natürlich nicht so schlimm und ja. Ich guck mal kurz, wie lange wir hier schon. Oha. Naja, gut, könnte eine kürzere Folge werden. Aber 6 Minuten mache ich mindestens noch. Okay, ist gut. Das ist doch schon mal gekommen. Dann kann ich noch mehr sinnlosen Scheiß labern. Das ist auf jeden Fall, da bedanke ich dir schon mal. Ich habe eine positive Nachricht. Ja, ich würde gerne noch was sagen, und zwar kommt ja morgen auf meinem Kanal das erste Video von Minecraft Bad Wars. Leute, ich würde euch sagen, komm hier in der Hand, ich bin das falsche Teil. Ich bin an der Uhr, wenn ich rede. Nein. Jetzt ist er ruhig. Er ist beleidigt, Leute. Ich habe ihn nicht beleidigt. Ich habe ihn richtig gebissen, Alter. Jetzt gehe ich jetzt mal in meine Hand. Ja. Patsch ist in den Laden. Mama! Ja, ich hab mich beleidigt. Ist mir egal, sprich ich bei dir. Sprich ich bei dir. Nein, ist mir scheißegal. Jetzt
komm, ich mach jetzt mal das fucking Techno-Chicken. Okay, Leute, ihr merkt, bei uns geht's ab. Ich hoffe auch, dass ihr mich hört, weil mein Mikro ist nämlich eigentlich ein bisschen defekt. Aber... Nee, ich höre dich. Nee, der Mikro ist geil, ich höre dich. Gut, naja, ich habe ja auch Lautsprecher jetzt an, aber wer weiß, wie es im Video dann für die Zuschauer ist, ob man mich richtig gut hört oder nicht. Deine Zuschauer scheiße. Aber ja, wir kriegen das schon hin. Hauptsache, ich rede nicht zu leise. Ich wollte auch die Kuh haben, ach egal. German Gamer hat sie zuerst geschlagen, also gehört es auch ihm. Oh yeah. German Gamer ist kein Vegetarier. Ey, hast du mich gerade geschlagen? Hast du mich gerade geschlagen, ey? Dexterio undercover. Okay, Leute, ich werde übrigens versuchen, jetzt erstmal Materialien zu sammeln und nebenbei werde ich einen Huhn töten. Und zwar jetzt. Ey, Huhn, hier geblieben. So, hier, Huhn, du stirbst jetzt. Der kommt. Hallo. So, ich werde nämlich versuchen, einen Wachturm noch mit einzuschleusen. Der soll ja. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Lass mich hier eine Ruhe. Geh weg vom Haus. Oh, er merkt schon, dort hinten geht's ab. Bleib bloß weg. Ja, komm mal runter, Mann. Ich geb dir eine Wasserflasche. Geh da, wo du zurückgekommen bist. Wasser wächst hier bekanntlich auf Bäumen. Wow, 100 Kilo Zauber, ey. Ist ja Wasser auf Bäumen wächst. Ja, wow. Und das dann nur noch kälte Dios online. Geil. Spinne getötet, yeah. Ah, hier ist ja noch eine, Mann, Spinnenalarm. Aber Spinne getötet. Das war wo. Leute, mir ist gerade was Schlimmes passiert. Ich habe Spider-Man getötet. Das ist ein behindert, German Gamer. Er kann das lesen. Okay, kommt her. Lass mich hier in Ruhe, Mann. Los, komm. Nee, du willst mich töten, natürlich nicht. Ich komm dir zuvor. Hey, lass mich in Ruhe. Hä? Nee. Oder? Ja, okay, die Schwerkraft ist jetzt. Also. Ich glaub's nicht. Er fiel der Schwerkraft zum Opfer. Ja, kommt hier. Leute, ihr wollt den Tod echt nicht kennenlernen, Mann. Das war richtig dumm. Guck, ich stand hier, ne? Meine Axt ist gerade kaputt gegangen. Jetzt gekriegt, ne?
zum Beispiel, dass wir zweit sind. Und ich meine, so weit wir gehen, Profi bin. Okay, komm, komm. Fuck. Den Server leckt. Ah! Boah! Oh, was eine Leck. Bro! Bro! Ist doch! Lass mich! Ah! Fuck! Willst du dich auch noch mit mir anlegen? Ich bin ganz freundschaftlich und friedlich. Ganz freundschaftlich und friedlich. Die Schlacht wurde gewonnen. Wenn du meinen Schrank geklaut hast, ne? Nein! So, liebe Leute, an dieser Stelle wird der Part erstmal zu Ende gehen. Die Guten haben das Böse erstmal besiegt, doch damit ist es noch nicht zu Ende. Ich muss mal die Perspektive einstellen. Ich will nicht die Sachen zurück. Nein, du hast versucht, uns zu töten, Mann. Hallo! Sachen weg! Geht! Ich geh einfach so auf euch los. Okay, gut, das mit den Sachen müssen wir demnächst noch nach Drehbuch machen. Ebenso wie die Kämpfe. Ja. Was? Ich will die Sachen wieder! Okay, Leute. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ja, gut, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, unbedingt mal kommentieren. Und vergesst nicht, Leute, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao. Oh, Gott, Skelett!